Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Schön, dass du mit dabei bist und gerne kannst du dein Abo dalassen, deinen Kommentar und auch deinen Like. Für dich drei kleine Klicks, für mich ein ganz, ganz großer. Und hier heißt es, befreie den Fluss deiner kreativen Energien und nutze sie für dein Leben. Wo hast du bisher deine Kreativität wirklich beschränkt und wann standest du so mit deiner Leichtigkeit ein bisschen im Weg? Ja, man merkt auf jeden Fall, dass der Fluss nicht nur der kreativen Energien ein bisschen blockiert war, sondern auch der Lebensfluss für dich, aber heute einen großen Schritt ins Glück macht, noch nicht die riesige Veränderung bringt, aber einen großen Schritt ins Glück macht. Dieser große Schritt ins Glück ist natürlich ja die Botschaft, dass du für dich mehr sorgst. Du achtest auch vermehrt darauf, dass du ein Fundament baust, dass du nicht Hals über Kopf dich in irgendeine Situation reinwirfst, sondern merkst, du bist da hereingewachsen, ja, also das langsame, konstantes Wachstum für dich genau das Richtige ist und somit auch dein Schutz immer konstant bleibt. Die kreative Energie, die dabei noch entsteht, ist einfach der Lebensweg, ja, auch deine Gaben natürlich ganz klar erkennen und vor allem eben auch merken, welche Verhaltenstechnik hast du bisher an den Tag gelegt, wo du eher weltlich gearbeitet hast und wo warst du schon in deiner Spiritualität? Wir linsen schon ein bisschen auf die Krähe, da kommt nämlich vieles zustande, schamanisch auch gesehen. Es geht aber hier auch vor allem darum zu erkennen, wann bin ich selbst und wann komme ich aus mir raus und zeige mich auch, wie ich bin. Und wenn du in deiner kreativen Energie bist, also im Fluss deiner Energie, dann fühlst du dich so wohl wie sonst nie und kannst dich auch so zeigen. Dann bist du auch im Einklang mit deinem inneren Kind und jedes Verhaltensmuster, was antrainiert war oder eben nicht wirklich zu dir passt, das ist dann passé. Denn du bist authentisch du. Ja? Du bist authentisch du. Das ist das Wichtigste. Und ich habe ja schon gesagt, wir haben die Krähe hier mit dabei liegen und die Krähe gibt dir halt schon Stärke, sie gibt dir große Urkraft, sie zeigt dir aber auch auf, ja, deine nicht nur schamanischen Fähigkeiten, es liegt auch ein bisschen in der Tierkommunikation, aber auch in der Heilung des Jenseits. Und das Jenseits in der Heilung heißt eben Heilung im Hier und Jetzt für Hinterbliebene. Für dich wird also, ja, Kontakt mit Geistern, mit Seelen, mit Energien einen sehr hohen Stellenwert in nächster Zeit haben. Brauchst jetzt keine Angst haben. Man wird es durch Impulse oder Gespräche merken, ja, vielleicht auch sogar durch Channelings oder du bist schon sehr, sehr jenseitskontaktaffin. Ja, dann kannst du hier schon in den richtigen Kontakt gehen. Wichtig ist aber ganz, ganz eindeutig, dass du bei dir bleibst, dass du nur das tust, was dir gut tut in deinem langsamen Wachstum und dass du auch deiner Gabe dieses langsame Wachstum zutraust. Sprich, nicht von jetzt auf nachher verlangen, dass du ein ganzes Gespräch führen kannst und somit jedem sofort in die Heilung verhelfen kannst, sondern auch mal mit ein, zwei Worten am Anfang zufrieden bist. Weil hier wird erstmal ganz klar, was deine Seele dir mitteilen möchte, was aber auch deine Ahnen dir mitteilen möchten, welche Lebensaufgabe du von ihnen übernommen hast, wovon du dich übrigens lösen kannst, da kommen wir gleich zum Fuchs darauf. Und man merkt auch ganz klar, dass du ja, hier die Heilung für dich im inneren Kind noch ein bisschen gespiegelt bekommst. Und die Krähe sagt dir eben, hör auf dich selbst, vertraue deinem Ruf der Seele und vertraue auch dem Weg, den sie dir zeigt. Denn die Erde, auf der du lebst, sie ist allumfassend, genauso wie du. Aber du hast dich selbst zu selten zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht. Darauf wirst du heute nochmal hingewiesen. Was eigentlich sehr, sehr schön ist und sehr, sehr viel Wert gibt. Wir haben hier, verlasse die gewohnten Kreise und schaue dich nach neuen, wahren Gefährten um. Und die wahren Gefährten, die sind natürlich jetzt impulsiv gemeint, im Spirituellen gesehen, diese universelle Energie, aber auch deine spirituellen Bekannten, Verwandten und eben der Ahnen, die man so eigentlich sonst gar nicht wahrnimmt. Warum nimmst du sie denn jetzt nicht wahr? Es ist relativ einfach, man hat A, Angst und B, möchte man nicht von der Außenwelt abgegrenzt werden. Gerade in der heutigen Zeit wird es ja immer schlimmer, wirklich zu dem zu stehen, was man denkt, fühlt und leben möchte, dass man nicht ausgegrenzt wird. Aber du findest heute hier einen richtig schönen Balanceakt, dass du
eben nicht sehr provokant rüberkommst, sondern auch hier wieder hineinwächst. Dieses Hineinwachsen ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn das Verlassen der gewohnten Kreise ist ja auch hier das Befreien vom Fluss. Du musst dich von allem Festgefahrenen lösen, um glücklich zu sein. Diese Veränderung und dieser Abschluss, der passiert oder wird heute eben eingeleitet für dich. Ganz, ganz wichtig ist, auch hier mit kleinen Schritten zufrieden sein. Wenn du also merkst, dass du immer nach allen so getanzt hast, so deinen Freund nach der Pfeife getanzt hast, so, dann geh heute in den Rückzug und sage einmal, dass man doch auch mal auf dich hören sollte, dass du dich festigst, dass du dich stärkst, dass du dich verwurzelst und somit einem alten Verhaltensmuster entgegentrittst und gleichzeitig dich auch selbst glücklich machst und dein inneres Kind nicht in den Abschluss bringst, aber dass es gesehen wird und nicht wieder versteckt wird. Denn du möchtest ja auch gesehen werden. Und so verhalten sich dann auch deine spirituellen Fähigkeiten, die kannst du auch so festigen. Wenn du deine gewohnten Kreise verlässt, bedeutet über den eigenen Schweinehund heute springen und eventuell auch mal was tun, was man sehr lange aufgeschoben hat. Der Erfolg liegt bei dir, also hab Vertrauen in dich. So, hier ist die Paarung mit dem Blitz sehr interessant, denn ja, deutungstechnisch würde ich jetzt eher so reingehen, dass diese Energie freigesetzt wird. Diese enorme Energie, die, wenn du für dich handelst, erstmal freigesetzt wirst, dann erkennst du deine Spiritualität und probierst auch dem entgegenzukommen. Da wird noch mehr Energie freigesetzt. Und wenn dann noch diese Kreativität und Fülle in dein Leben kommt, dann kannst du noch mehr freisetzen und hast sowas wie einen Kugelblitz, der jetzt in dein Leben fällt, ja, dich zum Glück nicht ganz trifft, aber von dir ausgeht und das Energiefeld einmal um 180 Grad mal aufräumen wird. Es wird hier so krasse Unterschiede geben zum Resonanzfeld zu dir, dass du auch merkst, wer sind die wahren Gefährten und wer nicht. Du wirst es merken, weil viele werden dir mit Respekt und Hochachtung entgegentreten und andere werden sich abwenden und sagen, wer bist du denn? Was denn mit dir passiert? Aber solche Menschen sind entweder viel zu weit voraus oder ziehen in deinem Fortschritt nicht mit. Und da musst du dann auch sagen, dass es eine schöne Zeit war. Aber so geht es nicht mehr. Nutze daher deine Energie für dich einzustehen. Beschütze, was du liebst. Dies ist deine Verantwortung und Pflicht. Und das bist in erster Linie du. Und da haben wir heute dich und dein inneres Kind. Und das, ja, wenn so viel Fülle auf dich zukommt und so eine schöne Veränderung, vor allem wenn du dich aus alten Mustern löst, dann ist das innere Kind immer sehr angreifbar und wird leicht angetriggert, weil deine Lernthematik möchte ja auch geprüft werden, ob du sie bestanden hast. Also beschütze dich heute und handle nur nach deinem Gefühl.